beide seid auch immer noch reich. Ist die Frage, wer ist denn noch arm? Die Taverne hier. Ich wollte gerade sagen, langsam könnten wir das Met losschicken, aber ich will erstmal noch warten. Noch sind ja in seiner Mauer ein paar Lücken, die aber langsam geschlossen werden. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. So wie es aussieht, bist nur du angeschlagen. Ja, jetzt sind die beiden auch reich. Jetzt können wir eigentlich wieder hier die arbeiten lassen. Ja, ich kann wissen... Oh, die beiden Tavernen sind jetzt arm. Während die Badehäuser reich sind. Hm? Ja. Wie gesagt, das mit dem Reichwerden ist... Also reiche Gebäude haben ist eigentlich eine der schwierigsten Sachen in diesem Spiel. Ein Karren wurde ausgesetzt. Also den Marquis erreichen. Wir können dadurch halt Abhilfe schaffen, dass wir mehr Nahrungsproduzenten errichten und mehr Reinigungsgebäude. Weil unsere beiden Jäger versorgen ja jetzt schon recht gut das, was wir haben. Verstanden. Alles klar. Verstanden. So, jetzt müssen wir die Kathedrale beschützen. Nachdem wir unser Territorium beschützt haben. Weil sonst geht das wieder so ins Auge wie das letzte Mal. Oh, ihr beide nicht. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man die los wird wieder, die Munitionskarren, wenn man sie nicht mehr braucht. Warum die so arm sind, obwohl sie ziemlich viel Umsatz machen? Na gut, die sind arm, weil sie fast nichts verkaufen irgendwie. Und das ist ein lustiger Witz. Die schreit nach Unterhaltung, obwohl genug Unterhaltung eigentlich da sein sollte. Obwohl sie selber Unterhaltung herstellen, so wollte ich sagen. So, da kommt der Met. Die Stadt ist sicher. Und ja, jetzt habt ihr wenigstens mal gesehen, was passiert, wenn man eins der drei wichtigen Gebäude verliert. Also Burg, Lagerhaus oder Kirche. Dann ist nämlich Game Over. Diese drei Gebäude sollte man tunlichst nicht verlieren. Kann in dieser Mission nicht weiter ausgebaut werden, ah, auch gut zu wissen. Holz, Stein und Met. Diese Dinge braucht man, um eine wunderschöne Kathedrale zu bauen. Mein werter Freund, wir haben es bald vollbracht.
Wir müssen nur noch das Innere der Kathedrale ausschmücken. Dazu benötigen wir allerdings ein wenig Gold. Könnt ihr es uns zur Verfügung stellen? Ja, wird schon geschickt. Ich werde euer Treiben im Namen des Roten Prinzen beenden. Diese Kathedrale wird niemals fertig. Ein Karren wurde ausgesandt. Nehmt die Mauern ein! Ich frag mich halt gerade, von wo aus sie eindringen will. Ah, sieht fast aus von hier, also durch das Tor hier. Schon unterwegs. Jawohl. Oder auch nicht. Einmal abwarten. Da, wo sie durchbrechen will, werden wir sie auf jeden Fall in Empfang nehmen. Kann auch sein, dass sie hier durchbrechen will. Hi. Hinauf und hinüber! Nein, sie will durch das untere Tor. Jawohl. Alles klar. Wie ihr wünscht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Erklimmt diesen Ball. Auch mit der hoch auf die Welle mit dem Bogenschützen. Jawohl. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sofort. Verstanden. Verstanden. Hinauf und hinüber. Erklimmt diesen Ball. Stürmt die Mauern. Sofort. Der Himmel ist uns näher. Siedler von Gelb strömen in der Kathedrale zusammen. Endlich werden wir wieder eine stolze Stadt sein. Seid gesegnet. Gesegnet sei euer Herrscher. Gelb steht tief in eurer Schuld. Die Kathedrale ist vollendet. Ja, die Schmerzensschreie. Glaubt ihr wirklich, der Bau einer Kathedrale könnte den Roten Prinzen aufhalten? Ihr amüsiert mich. Wir werden uns wiedersehen, Baumeister. Ja. Gut, wir können hier gerade nichts mehr machen. Also Endstatistik. Oh, 23% Vegetarierwertung. Gut, seht ihr, ist die nächste Mission wieder im Land der Wikinger in Narlind. Und die letzte Mission, wie man sieht, in Narlind. Und die schwierigste Mission in Narlind. Mal sehen, ob ich sie beim ersten Mal hinkriege. Das ist nämlich eine der schwierigsten Missionen. Hören wir erstmal das Briefing. Majestät, hört mich an! Dies ist unsere Stunde. Wir Wikinger sind tapfere Krieger. Doch die mächtigste unter uns ist unsere Anführerin, eine alte, starke Frau. Wir nennen sie die Große Mutter. Wir haben die Möglichkeit, ihre Gunst zu gewinnen und dadurch einen ewigen Bund mit Narlind zu schmieden. Die Große Mutter lebt auf dem Berg Rekra und empfängt nur selten Fremde. Doch sie hat zugestimmt, einen unserer Gesandten vorzulassen. Die schlechte Nachricht ist, dass auch der Rote Prinz seinen Boten ausgesandt hat. Crimson Sabbat hat bereits ihr Lager an der Küste aufgeschlagen. Wir müssen deshalb schnell eine Basis an dieser Position hier errichten, um auf die Aufgaben vorbereitet zu sein, die uns die Große Mutter stellen wird. Der Gesandte, der sie am meisten beeindruckt, wird die Loyalität der Narlindir gewinnen.
Es wäre eine Beleidigung der großen Mutter, würdet ihr nicht euren besten Ritter entsenden. Ich stehe zur Verfügung. Ja, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Nach einem Fest werden hier stehen jetzt auch die Titel des jeweiligen Ritters, in welchem Land er welchen Titel bekommen hat. Grad Elias zum Beispiel, Baron von Gallos und Graf von Geff oder Marcus, Baron von Schalia und Baron von Narfang. Ja. Der beste Ritter ist derjenige, welcher am längsten noch im Dienste steht. Ich bin bereit, das ist Marcus. Okay, Elias habe ich jetzt leider übersprungen. Mission beenden. Mission starten. Machen wir es doch mal richtig. Missionsbeschreibung, die können wir überspringen. Es wäre eine Beleidigung der großen Mutter, würdet ihr nicht euren besten Ritter entsenden. Ich stehe zur Verfügung. Ja, Turtal. Was sagen die anderen? Ihr solltet jemanden schicken, der sich mit den Listen und Ränkespielen der Herrscher und Fürsten auskennt und ihnen ebenbürtig ist. Jemanden wie mich. Du bist denen in keinster Weise ebenbürtig. Ja, ich kann Kestwal nicht leiden. Der beste Ritter ist derjenige, welcher am längsten in euren Diensten steht. Ich bin bereit. Ja, wahrscheinlich werden wir auch Marcus schicken. In Fragen der Diplomatie sollte stets ein reines Herz verhandeln. Ich lebe, um zu dienen. Ich glaube aber nicht, dass du für diese Aufgabe bereit bist. Diese große Mutter ist mit Sicherheit ein harter Verhandlungspartner. So wie ich. Ist sie bestimmt, aber nicht auf die Art, Elias. Diese Situation erfordert Mut, Stärke und Weisheit. Damit wäre ich, bei allem Respekt, wohl am geeignetsten für diese Mission. Weisheit, sagt der sich hat einkerkern lassen. Nein, wir werden Marcus schicken. Ich werde eure Entscheidung respektieren. Einfach, weil wir auch ein bisschen Militärstärke in dieser Mission brauchen werden. Und wenig Gold zur Verfügung haben werden. Der Gesandte, der die große Mutter am meisten beeindruckt, wird die Loyalität der Nalidir gewinnen. Wir müssen uns sputen, um für ihre Aufgabe gewappnet zu sein. Crimson Sabbat hat bereits ihr Quartier errichtet. Gut. Seid willkommen. Man nennt mich die große Mutter. Um herauszufinden, wer von euch beiden die Loyalität meiner Leute verdient, habe ich einen kleinen Wettstreit vorbereitet. Ihr und Crimson Sabbat werdet gegeneinander antreten. Aber seid gewarnt. Der Friede der großen Mutter liegt auf diesem Land. Bekämpft euch nicht gegenseitig, solange ich es nicht erlaube. Ich werde euch 4 Aufgaben stellen. Derjenige, der 3 von ihnen gewinnt, wird ganz naheliegend als Verbündete gewinnen. Eure erste Aufgabe ist einfach. Bringt mir etwas Gold. Nur ein Ritter mit einem gewissen Talent für materielle Dinge kann unser Verbündeter sein. Ja. Wir sollen ihr 300 Gold bringen. Das ist jetzt keine so große Aufgabe, da wir ja schon 250 Gold haben. Wie ihr wünscht. Erstmal brauchen wir aber Infrastruktur. Sofort. Schon unterwegs. Also ja, wir haben die 13 Minuten noch, um den Karren mit dem Gold loszuschicken. Nicht, um es dort ankommen zu lassen. Marcus, wo bist du? Da. Verstanden. Alles klar. Alles klar. Sofort. Was halt doof ist, ist, dass wir keinerlei Turmruinen haben.
um an zusätzliches Gold zu kommen gerade. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht.